Sie ist vorbei. Die Saison 2014-15 ist für die Ladies vom Berliner Hockey Club gelaufen. Das letzte Spielwochenende stand an und mit der Gewissheit, nicht zur Endrunde nach Hamburg fahren, trudelte die Spielzeit so allmählich aus. Zeit zurückzublicken. Wir haben in der ersten Saison, die wir komplett ohne Natascha Keller gespielt haben, was ich immer mal wiederholen muss, uns als Mannschaft einigermaßen geformt. Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft. Wir haben auch weitere Spielerinnen zu verkraften gehabt, die nicht mehr gespielt haben. Wenn es Katha Ottes, die nach Hamburg gegangen ist, oder auch Franka Stern, die Kapitänin, die aufgehört hat. Dafür hat die Mannschaft eigentlich eine sehr, sehr solide und eine sehr gute Saison gespielt. Doch der jungen Truppe fehlte es dann am Ende an der letzten Durchschlagskraft. In der Halle, ganz bitter, konnte man der Favoritenrolle im Viertelfinale nicht gerecht werden und verpasste gegen Uhlenhorst Mülheim das Final Four in der eigenen Bude. Draußen das Ausscheiden dann weniger dramatisch, aber auch weniger enttäuschend. In der Saison des Umbruchs hätte es ja genauso schnell in die andere Richtung, sprich Abstieg, gehen können. Dass das so gut lief und dass die Mädels gepunktet haben, dass sie sich im Training extrem reingehauen haben und vor allen Dingen auch als Mannschaft sehr geschlossen sind, das war nicht zwingend so zu erwarten. Das ist eigentlich durchaus ein Resümee, was ich als sehr, sehr positiv empfinde. Und vor dem Hintergrund sind wir mit der Saison auf jeden Fall eigentlich bei den Damen recht zufrieden. Und so ging's dann auch ins letzte Spielwochenende. Gegen den Club an der Alster und den UHC Hamburg wollte man wenigstens den 5. Platz behaupten. Doch das gestaltete sich schwierig. Die Spiele wirkten unkonzentriert, einige Fehlpässe waren zu beobachten, Chancen eher Mangelware. Man war da mit dem Kopf wohl doch schon eher in der Sommerpause. Gegen den Club an der Alster verloren nämlich die Mädels von Matthew Hetherington 1:2 und gegen den UHC sogar 1:6. Das war das abschließende Spiel der Saison und gleichzeitig das letzte von Saskia Müller. Sie beendet damit ihre Karriere. Alles Gute für die Zukunft. In die schaut auch der BHC. Zum Anfang der Saison kam ja Matthew Hetherington als erster Sportdirektor der Hockey-Bundesliga in die Hauptstadt und trainierte beide Profiteams. Das könnte sich aber in der nächsten Spielzeit schon ändern. Der Messi hat ein Bombentraining gemacht. Beide Mannschaften sind fit, beide Mannschaften sind geschlossen. Es sind viele neue Wege gegangen worden. Natürlich ist es während der Spiele, das Coaching, das ist dann schwierig, wenn zwei Mannschaften mehr oder weniger gleichzeitig spielen. Das ist ohne Frage nicht ideal. Da werden wir im nächsten Jahr auf jeden Fall Verbesserungen anstreben. Sei es mit erfahrenen zusätzlichen Co-Trainern oder ob wir vielleicht die eine oder andere der beiden Mannschaften doch in eine andere Hand geben. In dieser Saison haben ja Barbara Vogel und Natascha Keller mal Seitenluft geschnuppert. Mal gucken, wen wir nächste Saison als Coaches sehen. Wer mal schauen will, wer neu in die beiden BHC-Bundesliga-Kader kommt, sollte nach wie vor beim Nachwuchs gucken. Denn auch in der kommenden Spielzeit soll das Team aus den eigenen Jugendspielern geformt werden. Wer noch ein bisschen Geduld hat, wartet einfach auf die nächste Spielzeit und schaut dann wieder fleißig hauptstadtsport.tv. Da sind wieder alle Heimspiele der beiden BHC-Teams zu erleben.